Moin moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Ja, also gleich 9 ist es nicht, sondern 10. 10 Uhr abends, wie man hier unten schön an der rechten Uhr sieht. Und ich bin jetzt gerade mal dabei und mache mal ein bisschen Projekt fertig hier. Muss ja auch mal irgendwann fertig werden, wenn es hier schon neben. Ja, ich kann das ja gleich mal zeigen. Desktop halte ich nichts geheim. Wenn es neben Jupiter auch schon in der Post-Production, okay, das steht hier nicht, schon feststeckt. Noch einen weiteren haben wir nicht. Aber ich weiß, das hier kann weg, das ist eine MIDI-Datei. So. Ich nehme nebenbei auch noch jetzt das Ganze auf meine neuen Festplatte auf, das dient so ein bisschen als Test. Und ja. Ich bin soweit fast durch mit der Drumlane. Die Drumlane, das ist das hier unten. Diese durchgezogene Linie. Ja, und wenn ich das laufen lasse, dann brauche ich gar nicht erst reden, weil ich höre. Ihr hört mich nicht. So, das Ganze hört sich im Prinzip ganz gut an. Ich habe da schon mal ein bisschen was rumgemacht jetzt. Aber da fehlt ja natürlich noch was. Das kommt aber gleich. Ich glaube, es hier bin ich. So. Ja, dann zieht es ein bisschen nach, da ein Echo dran. Bevor der hier rüber geht, will ich hier die Snare mal ein bisschen verdoppeln. Weil der hier nämlich gleich in den. Ah, den dazwischen. Ach komm, so. Zack. So, das nennt man Musikproduktion hausgemacht. So, jetzt mal. Nur die Drumlane, mal gucken, wie sich das anhört. Dann können wir noch ein bisschen länger, das heißt, ich mache den hier nochmal mit, weil das hier ist ein Break. Und Breaks sind normalerweise immer so etwas, ja, aufhaltend. Ja, es klingt schon mal wesentlich besser. Holen wir das alles auf 80. Gucken, wie klingt das mit den ganzen zusammen. Das klingt doch sehr schön. Gut, dann gehen wir auch gleich weiter. Ich mache Folgendes. In der Post-Production, die ganzen Melodien, die spiele ich auf meinen Laptop ein. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Melodie, die spiele ich auf meinen Laptop ein. Ja, das ist so eine Angewohnheit, dass der immer so ein Wii macht, das ist ein Hover. Das ist ein lustiges Teil. So. Und das ist auch eine Melodie, die ich eingespielt habe. Der da unten ist es. Ich habe hier so eine, ist euch vielleicht aufgefallen?
die kleinen Nupsis hier unten, die gehören mit dazu. Gehen wir mal auf die, was ist das? Lied? Ne. Tosind. Aha. Seit wann denn nicht ein Instrument Tosind? Ja, ganz was Neues. Achte mal auf den grün umrahmten Teil. Ich glaube, das kann man bei YouTube gerade noch so erkennen. Achte mal darauf. Ja, der läuft so ein bisschen nach, der läuft ein bisschen nach unten. Und das ist so ein kleiner Effekt erzeugen. Nämlich den hier. Das passt auch ganz gut. So, der Anfang war inzwischen. Ich habe den Anfang ein bisschen lang. Und ich sag mal, der Teil war nicht dabei. Deswegen. Und das hier unten. Deshalb klingt das so. Das sind ja alles Original Edits. Das heißt, wie nennt man Original Edits? Habe ich ein Original Mix hier? Ja, habe ich. Club Mix, Einzelstücke. Das sind die. Ach, wie schön. Das sind ja auch noch die Original. Nehmen wir mal Crystal Moon. Original Edits. Ach du Scheiße, ist das viel. Original Edits sind am Anfang abgekürzt und am Ende auch. Die fangen im Prinzip sofort an und gehen 4 Minuten oder so oder 5, je nachdem. Club Mixes gehen meistens 8 Minuten und sind vorne, sind meistens so 55 Minuten. Quatsch. 55 Sekunden am Anfang und am Ende lang. Je nachdem, welche Geschwindigkeit die haben. Und das ist einer meiner Club-Mixes. Die halt Übergänge bieten sollen. So, aber zurück dazu. Die werden übrigens auch irgendwann als Club-Mixes angereichert. So, wir sind noch nicht ganz fertig. Das ist das Ende schon mal. Gut, also das hätten wir. So von der Melodie her bin ich auch komplett zufrieden. Das sieht ganz gut aus, so wie es ist. Ja, das dürfte so gehen. Wie lang wird es sein? Das kriege ich raus. 5 Minuten 40 und zwar auf die Sekunde genau. Auf die Millisekunde. Gut, wir sind fast fertig. Es gibt noch einen Instrumenten, den ich brauche. Es gibt, glaube ich, zwei Instrumente, die ich. Oder? Nee, ich glaube, das interessiert euch nicht. Nee, ich glaube, das interessiert den Track selbst nicht, weil der Snares hat. Das heißt, er braucht keine Rapid Snare drin. Machen wir mal ganz Lunatic draus und schrauben da mal einen kleinen Dings rein. Der soll in den Kombinator nicht da einfach so rein, verdammt. In den Kombinator soll er rein. Warum ist das verzogen? Ja, okay. So. Das wollen wir nicht haben. Raus damit. Was ich hier drin haben will, sind folgendes. Der sitzt direkt darunter. Ja, machen wir drüber, dann passt das wieder. Und nennen den hier Hi-Hats. Cymbals. So. Das Ganze wird folgendermaßen sein. Ich suche mir jetzt.
keine Claps aus, sondern folgendes, nämlich Crash und Cymbals. Das war so ein bisschen zu hart, oder? Den hier. Natürlich deutlich laut. Ja, müsste ich gleich sowieso irgendwie abchecken. Da habe ich einen Namen. So, wo ist der? Da. Okay, das ist schon in Ordnung so, denke ich mal. Was ich dann vorhabe. Das soll ja eigentlich recht ruhig sein. Das ist nicht schnell, das heißt, der braucht im Prinzip keinen Reverse. Was wir aber machen können, ist schon mal hier hinten einklatschen. Zack. Der sitzt doch auf der Mitte, oder? Ja, natürlich. So, ich kriege eventuell gleich noch eine Meldung von den Stalker. Der meldet sich gleich noch. Er wollte mit mir was zocken. Da will ich einen Händler haben. Denn da nicht. Hier wieder ein. Dann. Ja, hier auch ein. Da ein. Da ein. Dann hier ein. Denn dort kein. Da kein. Dann will ich hier einen hin haben. Im Prinzip. Das kann auch sogar der sein. Das ist doch genau da drauf, ne? Ja. Ja, ja, gut. Muss ihn halt neu schreiben. Ich kenne die ganzen Abkürzungen. Ich habe in einem anderen Video erkläre ich alles, wie ich das genau mache. Ich will einfach nur euch mitnehmen hier, so wie ich das Lied einfach so Stück für Stück fertig mache. So ein bisschen als, wie nennt man das? Na? Als, oh Mann. Sag schon. Videobeweis. Gut, den wieder greifen. Da will ich ihn haben. Da kein, da ein. Und dann, ja, das ist eigentlich völlig egal. Gut, dann hören wir uns das mal an. In der Zwischenzeit, während er läuft, mische ich mal ein bisschen herum. Was wir auch schon machen können, ist hier einen kleinen Studio-Effekt einbauen, den ich in einigen Dingern mal vergessen habe, beziehungsweise gar nicht eingebaut. So, zack. Ups. Zieh ihn rüber, kleiner Junge. Zieh ihn rüber, damit du ihn gern hast. Soll er den... Ja, natürlich. Ja, nehmen wir den komplett raus. Den Output zum Input und den Output zum Input. Und dann ist das in Ordnung. Ja, ich lasse ihn mal ein bisschen anspielen.
jetzt so ein bisschen herumgespielt mit dem. Das eine klang ja auch nicht schlecht, so mit dem Echo, so einem leichten Echo. Das klang mit dem Drums irgendwie gar nicht mal so übel. Ich probiere das mal aus. Wo sind die Drums? Das war Echo 1 oder sowas. Zack, den schiebe ich da rein. Der verbindet sich dann automatisch mit dem falschen. Die Drums müssen da rein. So, und der denn da? So, was ich jetzt gemacht habe, ist folgendes. Ich habe jetzt da noch so einen Mixer dazwischen gesetzt, so einen kleinen, einfachen. Weil ich die Drums nicht zusammen mit den anderen wieder vermischen konnte. Das kann ich jetzt nur noch mit dem Mixer. Und dann kann ich das hier rüberziehen. Das heißt, die Drums, die laufen jetzt einzeln. Der hier. Hört man auch schon. Läuft jetzt über den, während die anderen noch durchgehen. Ich will jetzt nur mal die Drums haben. Ich frage mich, wozu eigentlich die gut sind, weil der gar keinen Eingang hat. Warum hat er keinen Eingang? Der geht darüber, der geht direkt da rein. Der müsste aber vorher noch hier durchgehen. Ah. Geht doch. Thank you.
Okay, ich will einen bestimmten Sound vermeiden, nämlich dass es zu aufgedunsten klingt und dann, dass die Melodien, die Melodie, Hintergrund und Lied, dass die dann vom Drum praktisch dominant überrannt werden. Und dann gibt es so einen Punch-Sound. Der ist in einigen Effekten extrem. Ich kann den mal hier demonstrieren, indem ich irgendwas hier hochschraube. Hört ihr das? Es gibt so einen leichten Welleneffekt. Immer wenn die Bassdrum kommt, dann hört man die Melodie nicht mehr. Das ist immer nur ein ganz kurzer Punkt. Deswegen darf ich das nicht nehmen. Dann klingt das scheiße. Und das ist das Sahnehäubchen, dieses Mastering. Ich weiß nicht, einige von euch, wenn es welche sind, die Musik machen. Vielleicht habt ihr sogar mehr Ahnung, dann könnt ihr mir vielleicht sogar Tipps geben. Ich wäre auch über Tipps dankbar, das wäre auch nicht schlecht. Ich mache das zwar schon etwas länger, ich glaube so 3 Jahre mache ich schon Musik, aber ein bisschen le kann lernen kann man ja immer noch. Was ich jetzt vermeiden will, ist, dass er auf die rote Linie übergreift und zu übersteuert. Dann kommt der Sound am Ende auch nicht gut über den Kopfhörer. Ich höre das gerade über den Kopfhörer, über ein Headset. Vielleicht hört man das sogar über das Mikrofon. Das kann durchaus angehen. Ich will es nämlich nicht über. Na, das hört man wahrscheinlich nicht. Ich will nicht, dass das übersteuert. Oh, ich habe den Bass aus. Nicht gut. Wenn der Bass aus ist, dann höre ich den nicht. Und wenn das der Fall ist, wenn ich drehe ihn dann hoch, dann. Ich glaube, jetzt übersteuert er, oder? Ja, ein bisschen Kriseln ist da drin, ne? Und das muss raus.
irgendwas übersteuert da drinne. Ich höre das raus. Ist der Bass. Kann es nicht sein, der ist nicht an. Ist das vielleicht der Output? Ist der Output zu hoch? Einmal das Metronom mit angeschlagen. Das Metronom ist das hier, warte mal. Wo ist denn das Metronom? So. Da. Das, der gibt den Takt, ist der Taktgeber. Hab den versehentlich irgendwie angemacht mit einer Taste, die ich normalerweise nie drücke. Der gefällt mir nicht. Und das kommt auch gleich raus. So. Dann klingt das Ganze jetzt so.
Ja, okay. Ich werde das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Ich denke mal, das reicht so ein bisschen. Das Lied ist fast durch. Ich gehe mal wieder auf Abspeichern. Zack. Wo könnt ihr das Lied finden? Ganz einfach, ihr findet das folgendermaßen. Ich gehe mal eben auf Firefox. Lalalala. Und dann. Na, nehmen wir mal nicht Gronkh. Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Hinfort. So. Fremdwerbung ist unerwünscht. Das Lied, das findet ihr hier denn bei meinem Musikkanal. Den Link findet ihr auch bei. Dum, 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 dum. Findet ihr dann auch hier. Ganz unten. Auf meinem Hauptkanal findet ihr den Link zum Musikkanal oder auch hier oben. Da ist der Link. Dann landet ihr auf diese Website. Dort würde es dann auch sehen, hier ist im Moment die Rohedition von Saturnus. Das ist das hier. Das ist die Rohedition. Das ist das, was ich gerade hier euch gezeigt habe. Das ist mit anderen Worten das, was ich hier nicht mal auf dem Board habe. Aber das war die Rohedition. Die könnt ihr euch hier anhören. Und wie gesagt, die fertige Edition, da wird entstehen Saturnus in Klammern Original Edit by DJMJ und so weiter. Ja, gut. Ich will euch nicht so lange auf den Vorder spannen. Vielen Dank fürs Zuhören, zu sehen, was auch immer. Ich hoffe, euch gefällt dieser Track so ein bisschen. Der wird auf jeden Fall noch ein bisschen geupdatet, vielleicht noch ein bisschen geändert in den Mastering. Weil ich muss ihn noch über dem externen Lautsprecher hören. Denkt noch ein bisschen Werbung für Jupiter. Titel kommt auch noch. Jupiter klingt so.
Klingt schon irgendwie geil, ne? Also das hat auch etwas. Das ist schon wieder eine komplett andere Sorte von Musik. Und ah, das geht um die, ich sag mal so, jede Musik, die ich hervorbringe, hat so ihre eigene Seele. Ne, nicht sichern, da ist nichts verändert worden. Saturnus können wir auch gleich schließen, aber erstmal. Es sind ja einige Sachen schon online. Venus. Ihr wollt sicherlich mal Feelings hören, ne? Feelings könnt ihr auch sehen. Sehen auch, aber hören. Ist komplett online in der Endfassung. Ist schon etwas älter. Ich spiele das jetzt nur an, weil ich will das Video nicht zu lang machen. Deswegen. Wo ist die beste Stelle? Ach, nehmen wir einfach hier, ne? Vielleicht kennt ihr das schon. Finde ich. Ja, wie gesagt, das war Felix, Saturnus, da fehlt das Us, und Jupiter. Was Jupiter angeht, das ist wahrscheinlich schon fast fertig, aber da, wie gesagt, da wird sich nie so viel ändern. Im Prinzip, die Rohfassungen sind fast wie das Original, nur ein bisschen unvollständig, minderwertig. Naja, ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye.